Für mich bedeutet Musik eigentlich alles. Also es gibt bei mir keine Sekunde ohne Musik. Musik ist um mich herum, in mir drin. Ja, das macht mein Leben aus. Also ich kann es nicht anders formulieren. Normalerweise, wenn man das einfach nur so ausspricht, dass Musik ist die einzige Sprache in der Welt, wozu man keinen Übersetzer braucht. Es klingt ein bisschen esoterisch, aber es durchfließt mich und es macht mich einfach glücklich. Es macht mich glücklich, Musik zu machen. Es macht mich glücklich, Menschen zu sehen, denen das gefällt. Und ich kann ich selbst sein. Wenn man Musik macht, ist der ganze Kopf gefordert. Das Hirn ist durchblutet wie sonst nie. Außerdem ist es Leidenschaft, es ist Emotion, es ist soziales Umfeld, wenn man miteinander musiziert. Und ich glaube, wenn man Musiker ist und seine Musik liebt, kommt man einfach nicht mehr davon weg. Ich komme nach Karlsruhe, seit ich 4 bin. Und es ist, also diese Hochschule, das ist mein zweites Zuhause. Also ja, es gehört zu mir dazu schon seit immer. Es ist vielleicht auch das Wetter, es ist vielleicht auch die baden-württembergische Mentalität, obwohl die Studenten natürlich international sind, ist es vielleicht das Schloss oder das Park. Aber hier ist alles irgendwie so mit mehr Smiley. Die Professoren hier geben sehr viel von ihrer Zeit her, vielleicht manchmal auch mehr, als sie müssten. Und ich denke, wenn ein Student merkt, dass er gut aufgehoben ist, dass er auch nicht nur fachlich geführt wird, sondern vielleicht auch persönlich unterstützt wird, dann macht es so ein Verhältnis sehr warm und vertraut. Ich spiele nicht nur klassische Musik, sondern auch Samba oder Jazz oder Crossover. Und da habe ich angefangen, ihnen zu unterrichten. Sie haben alles gut übernommen und sie haben sich dann entwickelt, selber entwickelt. Dann lerne ich auch. Also sozusagen Feedback. Das ist so schön. Das ist schon ein Erlebnis, wenn man da quasi, der Student sitzt am einen Flügel, der Lehrer sitzt links von einem an dem anderen Flügel. Das ist ungeheuer faszinierend und vielleicht sogar inspirierend, wenn man ihn aus nächster Nähe wirklich musizieren hört, spielen hört. Also diejenigen, die hierher kommen, sind von der Sache schon affiziert, die sind schon der Sache auf der Spur. Und dann gilt es herauszufinden, der oder die können sozusagen im Dialog mit dem Lehrer zu etwas gelangen. Es ist nicht nur eine Beziehung Lehrender und Studierender, sondern es geht darüber hinaus, es geht ins Menschliche. Und diese Geborgenheit, die ich hier auch erlebt habe und diese Sicherheit, die mir gegeben wurde, hat viel dazu beigetragen, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin. Im Internat, das war sehr viel Fokussieren auf die Musik und auf Schule und ich muss gut sein und aber ich habe hier auch in Karlsruhe gelernt, auch lockerer zu sein. Das ganze Komplex, das ganze Geschichte, so wie es ist, ist wirklich ein Teil von meinem Herz geworden in den letzten 1,5, 2 Jahren. Ja, ich finde, alles ist schön hier. Das ist von allen die Hochschulen, die ich kenne in Deutschland, finde ich die schönste. Wirklich. It's no joke.